Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Neverball, und wir waren stehen geblieben bei den mittleren Leveln 17 bis 20, und das sieht schon mal sehr interessant aus. Hier werden Sie die Kamera kontrollieren müssen. Drücken Sie F3, um auf die manuelle Kamera umzuschalten, und verwenden Sie die Maustaste, um zu rotieren. So wie es aussieht, kann ich hier auch gleich mal extrem abkürzen. Ich glaube, das werden wir mal probieren. Nö, Moment, erst die lange Strecke. Vorher denkt man gar nicht erst dran, hier irgendwie abzukürzen. Aber wozu man hier die Kamera kontrolliert? Na los, los, drehen, 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 drehen. Genau, jetzt wieder vor. Langsam. Na gut, jetzt. Puh, ist aber knapp gewesen jetzt. Und hier langsam hinunter. Ganz sanft. So, einmal die Kamera wieder drehen. Wie viele Etagen sind denn das noch? Jetzt müssen wir gleich mal ein bisschen Gas geben hier. Oder auch nicht. Und das ist schon das Ziel. Cool. Und reicht das? Ja. Und wir probieren einfach nochmal jetzt die Abkürzung. Einfach, damit wir das auch mal gemacht haben. Einmal drehen. Und jetzt hier runter irgendwie. Cool. Das fetzt. Auch wenn man da manchmal wahrscheinlich nie auf die geforderte Anzahl Münzen kommt. Wir haben, da hätten wir nämlich noch zwei 10er Münzen mehr ansammeln müssen, aber cool, da haben wir es mal geschafft. Nächstes Level, Level 13. Nehmen Sie den Zug, bevor ihr den Bahnhof verlässt. Na, das ist natürlich irgendwie logisch. Oh, ich verstehe das Level. Das ist übel. Man muss hier. Achso, ich muss, glaube ich, mit vorrollen, ne? Oh! Wenn ich so ein bisschen schräg vielleicht dorthin rolle, so hier, dann reicht das nicht. Ach, Mensch. Hallo? Achso, das ist auch noch so extrem auf Zeit. Wie viele Münzen brauchen wir? 40. Ich glaube, das sollten wir, glaube ich, direkt dort hinten zu den. Obwohl, so weit sind wir überhaupt noch gar nicht. Wir müssen überhaupt erstmal hier den Zug schaffen. Ich habe eine Taktik jetzt. Oioioi. Heißt, ich muss. Also eigentlich vollkommen unlogisch, dass die Kugel unter diesem Ding wegrutscht in meinen Augen. Da waren wir jetzt zu langsam. Halt! Oh, ist nicht wahr. Wir haben es geschafft. Ich glaube, wir machen direkt weiter. Oh, ja. Das ist ja blöd hier mit der Auslösung. Und das reicht nicht. Wir müssen, glaube ich, direkt dort hinter zu den blauen Münzen. Sonst kannst du das vergessen. Ach, warum hat er jetzt nie ausgelöst? Das ist doch eine dreckige. Jetzt. Oder auch nicht. Langsam. Ah, ist das bescheiden. Schon wieder zu schnell gewesen. Geht das mit der Maus vielleicht besser? Nö, sieht nicht danach aus. Oder? Da kann man besser dosieren, so wie ich finde, mit der Maus. Ich probiere das einfach mal. Vielleicht geht das ja besser. Vor. Halt. Zurück, 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 zurück. Oh. Dreckige Mistplörre ist das hier.
darf dort nie anhalten, wenn das dort drauf ist. Das ist zwar physikalisch in meinen Augen unlogisch. Und, halt! Oh, ich hab gesagt anhalten, du verdammte Dreckskugel. Halt, das hat es geklappt. Och Mensch, du sollst doch diesen Schalter auslösen. Warum löst denn der nie aus? Ja, jetzt. Nee, ist klar. Muss ich hier genau durch die Mitte fahren? Wie dumm ist das denn? Leco mio. Das war jetzt auch eine Einlage. Weiter. Halt. Och nö, das wär's jetzt gewesen. Irgendwie ist das... Ganz vorsichtig hier umspielen. Anhalten. Oh, ins Ziel. Los. Ja! Geschafft. Oh, das ist ein übles Level. Oh. Das spiele ich natürlich nicht nochmal. Das könnt ihr vergessen, Leute. Okay. Das sieht interessant aus. Level 19. Neverball. Eile mit Weile. Ich ahne, warum. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Oh, was ist das, Leute? Vielleicht sollte man sich einfach hier irgendwie dumm durchfedern lassen. Vor. Halt. Und jetzt. Halt! Oh. Kommt man irgendwie hier in der Mitte durch? Nee, ich muss unbedingt hier außen im Zickzack wahrscheinlich vorbei. Stück vor und dann nach links. Jo, das passt. Na gut, wenn wir hier im Infield sind, da sollten wir relativ sicher sein, sag ich mal, vor irgendwelchen Stürzen ins Nichts. Aber trotzdem, wir müssen es ja nicht drauf ankommen lassen. Ich glaube, wir sammeln einfach jetzt hier in der Nähe vom Ziel uns noch die 6. fehlenden Münzen zusammen. Und dann gehen wir hier direkt ins Ziel. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Aber das vorhin mit der Plattform, die sich bewegt hat, schwerer. Also ab ins nächste Level. Was ist denn? Ach, das ist das aus dem Anfang. Ah, toll. Wo ist hier das Ziel? Langsam. Ach, dort hinten, ne? War dort eine blaue Münze? Tatsächlich. Na, dass ich mir die da hole, dürfte ja wohl klar sein. Halt. Oh. Perspektive drehen. Ganz behutsam hier durchs Ziel.
buxieren. Halt, 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 halt. Knapp und das reicht nicht. Also wir holen uns die blaue und dann dort hinten die rote. Und dann... puh. Wir holen uns erst die... Das ist doch überall das Spiel. Hochkonzentriert. Nein, halt, halt, halt. Nicht so schnell. Das könnte jetzt klappen, wenn wir jetzt ja die letzten Meter vorsichtig los. Jo, das war knapp. Cool. Damit haben wir einfach alle mittleren Schwierigkeitslevel durchgespielt. Ich gucke mal bei schwer rein. Was haben wir da am Anfang? Ja, der Ball passt sehr gut durch diese kleinen Löcher. Hahaha, Humor. Ganz schön humorvoll. Neverball schwer. Das machen wir bei der nächsten Folge. Dann fangen wir damit an. Und ich sage nochmal Tschüss. Bis dahin. Auf Wiedersehen.